Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video hier schaut. Ich begrüße euch hier auf Weib aus Meerwasser zu dem angedrohten Vorstellungsvideo fürs Übergangsbecken im Büro. Ja, Übergangsbecken ist ja nicht ganz richtig. Das vorübergehende Übergangsbecken mit Dauerleihgabeberechtigung und hier oben stehen bleiben zu dürfen. Genau, das wird hier oben stehen bleiben. Es wird dann hinterher mal als Ablegerbecken bzw. als Quarantänebecken genutzt. Und als Bürobecken. Und als Bürobecken, genau. Ja. Dein Frau hat leider nicht erlaubt, den Nebenraum zum Becken umzubauen, so wie den Torben. Nein. Die wollte nicht auf das Badezimmer verzichten. Was wir hier im Endeffekt vorhaben, ist wie folgt. Das Becken unten, blende ich euch mal eben kurz mit ein, ist ja momentan in einem äußerst guten Zustand. Ja. Der Tetris-Level an diesem Becken ist extrem gewachsen. Es wird eng. Wir haben einiges an Fisch drin, was auch mehr Platz braucht, die wir jetzt im Vorfeld, weil wir natürlich wussten, dass wir eine Vergrößerung machen, schon organisiert haben, damit die sich aneinander gewöhnen können. Ja, und da unten, wo dieses Becken steht, soll ein neues hin. Und zwar eines in der größten Kategorie, das kleine mal 10. Nein, nicht ganz. Kommt nicht ganz auf 2000 Liter. Nein. Nein. Aber wir kommen auf 2 Meter da unten und die ganze Installation, die da unten gemacht wird, ist DIY. Mehr oder weniger. Das wird ein Acrylbecken von U-Wave. Da kommt ein selbstgebauter Schrank drunter, etc. pp. Verrohrung etc. Es ist alles sehr viel Arbeit, sehr zeitaufwendig und aus dem Grund haben wir gesagt, es wäre schön, wenn wir im Prinzip da unten den Platz frei zur Verfügung hätten. Das heißt, das Becken, so wie es jetzt da unten steht, muss erstmal weichen und kommt hier oben rein. Jo. Hat den Vorteil, dass Epo-Reef, Korallen etc. hier schon mal weiter sich vermehren können und das Epo-Reef angeimpft wird, was da ist, was du schon hier hast, was natürlich in der Gesamtheit nicht ganz für das Große reicht, aber es wird halt dann auch wieder neu eingefahren. Ja, und dann haben wir da unten Zeit, Platz und Ruhe, den Aufbau zu machen. Und das Becken in aller Ruhe nach und nach ja, fertig zu kriegen. Ja. Und wenn es dann soweit ist, geht das Ganze rüber. Das Becken hier, um euch mal zu erzählen, was das ist, ist ja erstmal nur ein schwarzer Klotz für euch, ist ein Waterbox 145,5 Frag. Richtig. 372 Liter oben und 140 Liter das Technikbecken. Ist schon mal eine Hausnummer, ist ein kleines bisschen mehr wie unten, aber ganz großer Vorteil hier, wie bei mir es im Endeffekt auch war, vom Reefer auf das New Wave jetzt, mehr Fläche. Ja, er hat nicht so viel Höhe hier im Endeffekt, das sind glaube ich nur 38 cm Wasserstand. Nee, 40 Wasserstand und 41 Gesamtruhe. Kann man mit arbeiten. Und 65 cm Tiefe und 1,50 m Breite, also das ist schon richtig viel Fläche. Die Fläche blende ich euch ja mal kurz mit ein, haben wir es gerade nicht im Kopf. Ja. Ist auf jeden Fall mehr, als wie wir im Moment unten haben. Das heißt, wir können weitaus mehr Korallen stellen, die Fischer haben mehr Schwimmraum. Die Tierchen, die momentan unten drin sind, sind ja dann eigentlich noch verhältnismäßig klein, ja. Aber sind im Wachstum. Er hat übrigens einen wirklich süßen kleinen Adamantenfuchs gekriegt. Da bin ich richtig neidisch drum, dass er den so klein gekriegt hat, weil meiner, das war schon so ein ja, wenn nicht so, sogar größer. Und ist jetzt ein reines U-Boot. Ja, der ist jetzt schon 2 cm gewachsen und hat trotzdem erst, glaube ich, 7 cm ungefähr. Und der tut auch noch das, was er soll, ne? Ja, ich weiß nicht, an jeder zweiten Stelle waren Kugelalgen. Mhm. So die ersten 1-2 Wochen hat er gar nichts gemacht, weil er sich noch am Eingewöhnen war. Und dann konntest du jeden Tag sehen, hier eine Stelle frei, da eine Stelle frei. Und mittlerweile sind die einzigen Kugelalgen da, wo ich nicht drankomme, beziehungsweise der Fisch nicht drankommt. Im Schacht. Im Schacht. Alles andere Kugelalgen frei. Also Klagen habe ich null unten in den Becken. Das ist schon mal sehr gut. Ja, okay, du hast auch ein Pinzett unten drin. Ja. Auch so eine Sache, die unheimlich selten ist, dass die funktioniert, muss man ganz ehrlich dazu sagen. Er ist schwer zu halten. Du hast sowieso einen Trick, womit du da unten mit einem Tier dran gehst. Ja, ich habe mir Korallen von der Korallenmanufaktur geholt, kann ich übrigens sehr empfehlen.
Und der hat mir den Tipp gegeben, ich habe mir einen Ablegerstein gemacht. Da sind von dem dicken Osmosestauch, das ist glaube ich der 8 mm, einfach drei reingesteckt. Und es gibt ein Futter, kannst du ja vielleicht mal einblenden, das heißt Mastic. Das rührt man mit ein bisschen Osmosewasser an, drückt es in diese Löcher rein. Die oberste Schicht fressen die anderen Fische, weil sie da dran kommen. Und ab einer gewissen Tiefe kommt nur noch der Pinzett dran. Also das ist super geil, das macht der Pinzett liebend gerne. Das ist auch sehr nach seiner natürlichen Art, weil der in Steinritzen und so sucht. Also das ist, läuft perfekt. Also ich futter zurzeit, da mein Lieferant mir mein Futter noch nicht zukommen hat lassen, nur Trockenfutter. Und den Pinzett, der geht da jeden Tag dran, den gibt es blendend. Und nachts kann man dann für den letzten Rest unten drin holen sich die Vodumani-Garnelen. Das kann ich nur empfehlen, mega. Und der geht aber auch an normales Frostfutter ran. Der geht ganz normal noch weiterhin nach Frostfutter dran. Ja, im Prinzip wie meine auch. Ja. Also man muss, ich muss es euch da draußen wirklich nochmal an nochmal darauf hinweisen, das sind wunderschöne Tiere, die aber wirklich echt kompliziert sein können. Also dass wir beide jetzt hier tatsächlich zwei funktionierende haben, ist wirklich super selten. Es ist schwierig, die wirklich ans Futter zu kriegen, mit ganz viel Erfahrung vielleicht auch mit Hilfe jetzt von der Mastic. Das mag vielleicht funktionieren. Aber ich möchte, wie gesagt, darauf hinweisen, es ist nicht selbstverständlich, dass das funktioniert. Ja, genug vom Becken unten. Kommen wir zu dem kleinen Portier mal. Also, Waterbox Rack 145. 0,5. Das wird ein, ja, ich sag mal, für dich sowieso das Bürobecken hier. Wir sitzen jetzt hier gerade in deinem frisch eingerichteten Büro. Ja. Du hättest die Wände übrigens grün machen müssen, das wäre besser fürs Video gewesen. Nein. Nein? Das okay. Möchte der Kunde nicht. Daneben nicht. Weil wir werden auch demnächst hier oben mehr oder weniger direkt live vorm Becken die entsprechenden Tagebücher zu diesem Becken machen. Wie wir das dann unten machen, müssen wir mal schauen. Ja, das dauert aber noch. Also wir werden definitiv monatlich ein Tagebuch von mir rausbringen, ein Tagebuch von dir, ja. Was wir dann live schalten hier hin mit entsprechender Technik. Haben wir schon ausprobiert, funktioniert. So ein Mist aber auch. Ja, und wie ihr unschwer hier erkennen könnt an der Pyramide, die da auf der linken Seite neben mir steht, ist da sehr viel Refactory-Material drin. Eigentlich 99%. Bis jetzt ist das 1%, was da noch zusätzlich drin ist, der Osmolator 3 von Tunze. Der wird hier oben übergangsweise erstmal laufen, um zu zeigen und zu schauen, wie er funktioniert. Und wenn wir dann unten das große Becken aufbauen, kommt dann der Osmolator runter. Genau. Und hier oben kommt dann der Levelkeeper rein. Ja. So, ein Großteil von den Sachen, die da stehen, hast du selber gekauft. Ja. Die sind momentan auch zum Teil noch im Einsatz. Zum Teil sehen wir hier unten schon, was verbaut ist. Dosierpumpe X1, Dosierpumpe Pro, KH-Keeper. Ja. Und lass uns mal eben schauen. Dosierpumpe X4, ja. Level Keeper, Thermo Control und so ein Power Switch ist alles auf deinem Mist gewachsen. Und das Smartroller. Die restlichen Sachen, die da stehen, sprich die Reef Flare Pro Blue M, der Smartroller und die Base Pump habe ich euch vorgestellt. Das sind Sachen, die ich bei mir im Becken nicht einbauen kann, beziehungsweise den Smartroller schon. Ne, den hast du auch selber gekauft. Den Smartroller habe ich auch selber gekauft. Hätten wir ja schon fast wieder hier was falsch erzählt. Ja. Tut mir grundsätzlich. wird uns nachgesagt. Nur damit hier klare Verhältnisse im Endeffekt sind. Mit Masse hat er es selber gekauft und einen Teil kriegt er von mir hier, weil ich halt im Endeffekt nichts austausche, wo ich von überzeugt bin. Um es dann jetzt mal so zu sagen. Ich tausche keine Basepump gegen eine Abyss aus, um es jetzt mal mit dem Beispiel zu bringen. Ja. Von daher haben wir gesagt und gefragt und dann nochmal vielen lieben Dank an die Reef Factory, dass sie das hier so im Endeffekt ermöglicht. Wir setzen die Sachen, die ich bei mir nicht einsetzen kann, hier in diesem Becken ein. Im Prinzip alles, was machbar ist, ob das jetzt von Reef Factory ist, ob das von Tunze ist, etc. Was da alles kommen könnte. Versuchen wir dann hier im Dauereinsatz dann zu haben, damit ihr da draußen nicht nur die Vorstellung von mir kriegt, sondern auch im Endeffekt einen Erfahrungsbericht darüber. Ja.
Und mal ganz ehrlich, der Typ da vorne ist von der Lernkurve her, kann ich eigentlich nur den hier machen. Es funktioniert wunderbar da unten, das Becken, das läuft richtig, richtig gut. Und ja, pauschal kann ich mich da nicht genug beschweren. Ja, der tut nämlich mal das, was er soll. Das macht man halt dann, wenn sich schon jemand Hilfe holt, dann macht man das. Wobei ich sagen muss, das mit dem Schnecken, da, okay, das ist auf mein Mist gewachsen, da habe ich dann noch mehr reingesetzt, als Daniel eigentlich gesagt hat. Also ich habe in meinem Liefer unten, das hat brutto 220 Liter, da sind über 50 Schnecken drin. Ja, okay, dafür brauchst du auch so gut wie gar nicht mehr putzen, außer die Frontscheibe. Hatte ich keine Lust zu den letzten Tagen. Okay, er ist jetzt gleichzeitig noch ein kleines bisschen hier und da am Renovieren, ja. was so geht an Kleinigkeiten. Ja, eine Stunde am Tag schaffe ich zurzeit mit meiner Krankheit, dann ist dann wieder für den Rest des Tages Pause, aber ein bisschen was tun muss ich, sonst... Müssen wir auch sagen, hier, wir sind hier in der ersten Etage, das Becken habe ich mit einem Nachbarn zusammen hier hochgebuckelt, die super enge Treppe da hoch. Ja. Vielen, vielen Dank an euch beide. Also echt mega von euch. Ja, es stand jetzt wie lange unten im Flur? Meine Kumpels haben das am 19. November abgeholt. Oh. Also es stand jetzt fast 2 Monate unten. Ja, die Frau begeistert und die war begeistert. Man hat es dann anschließend auch gesehen, als wir dann den Fleck, das Becken weg hatten. Das war eine markierte Stelle. Ja. Aber dann auch die Frau des Hauses gesagt, kannst du hier nicht putzen drunter, das geht ja gar nicht. Ja, alles in allem haben wir jetzt erstmal die Technik grob vorbereitet hier. Wir werden, ich sag mal, nach dem Schnitt, dann in der nächsten Woche wird er mit Thorsten hingehen und den Schrank da auf der, von euch aus gesehen, linken Seite, ja, noch vorbereiten. Das ist nämlich momentan noch die wilde Wüste. Da wirst du das ähnlich machen, wie du es unten beim Reefer gemacht hast mit dem Einschub. Und dann müssen wir mal gucken, wie man das am besten machen, weil es wird ja sehr viel Technik im Endeffekt wieder jetzt hier verbaut. Ich glaube, ich werde das wahrscheinlich in 2 Ebenen machen. Hinten drin werde ich wahrscheinlich die beiden, den Levelkeeper vorsorglich schon mal reinbauen. Für wann wir es ändern, die Thermokontrolle. Und dann kommt als 2. Ebene hier eine Schrank vor, den ich rausziehen kann, damit ich hinten dran komme, wo dann die Technik drauf sitzt und die Dosierbehälter vorstellen. Hört sich noch ein Plan. Also es sieht jetzt erstmal danach aus, dass wir jetzt hier erstmal soweit alles vorbereitet haben. Wir sind auch schon hingegangen und haben mit ein paar Weiß die, das Licht eingestellt an den WeFlare Blue. Wobei ich dann sagen muss, es ist tatsächlich so, dass wenn man eine Blue-Lampe auf ein Vollspektrum herunterbrechen will, dass natürlich einiges an Leistung der Lampe verloren geht, weil sie halt offiziell nicht dafür ausgelegt ist. Wir haben aber die Blue-Variante hier gewählt, damit wir dann auch verschiedene Einstellungen mal zeigen können, wenn wir es mal zeigen. Ja. Von daher, ich habe im Vorfeld gefragt, können wir dann ein entsprechendes Vollspektrum machen? Jo, können wir. Wir haben gestern die Messung gemacht, das waren jetzt hier auf 100% waren das aber immerhin noch 180 Paar auf 60. 100. Nee, ich glaube, da lagen wir, glaube ich, bei 150, ne? 150 oder 160 müsste es gewesen sein. Nee, beim Vollspektrum. So, haben jetzt die Lampe auf die Tageshöchstleistung eingestellt, die im Verlauf ist. Blenden wir auch nochmal kurz das Bild von der Kurve gleich ein. Und hier oben haben wir jetzt, die falsche Einstellung. Das ist nämlich noch auf Unterwasser eingestellt. So. Aber jetzt gerade über Wasser messen, sind wir bei 417, 420, 425, 430. So ungefähr die Richtung. Gut, jetzt schalten wir mal eben um, dann gehen wir mal auf die Höhe der Euphilien. Ein kleines bisschen. Die Höhe hier, da sind wir bei 150 Paar ungefähr. Und ihr seht, das schwankt, weil wir oben noch die Strömung anhaben. Ich gehe mal hinten in den Bereich, wo nicht ganz so viel Oberflächenbewegung ist. Und da sind wir bei 130. Ungefähr 170 Paar.
150, hier im mittleren Bereich war hoch. So, also um die 150 bei den Euphelien, im Riffdach und unten drunter haben wir so, muss man jetzt allerdings dazu sagen, da ist dann die Reflexion hier an der Scheibe, die dann noch ein bisschen mitmacht, aber wir haben hier so wenig Platz in diesem komischen Riff. Da sind wir an der Scheibe bei 130, 137, immer noch. Ich guck mal, ob ich ins Riff reinkomme. Mittig, unten. Moment, Winkel ein bisschen verstellen. Jetzt sind wir hier mitten im Riff und wir sind bei... So, da müsste ich um die 100 Paar. Fast am Boden, fast. So, das ist dann jetzt im Endeffekt dann auch unser Profil, was wir dann oben einstellen müssen, obwohl wir ja oben auch dementsprechend weniger Wasser dazwischen haben. Das heißt also, da wo die Euphilien das erste Mal stehen, da müssen wir im Endeffekt dann auch hingehen und die 150 Paar einstellen, damit die gleiche Lichtintensität im Endeffekt kriegen, mindestens maximal. Und das, was dann drunter kommt, ist dann eben so. Aber das ist die Vorgabe, an die wir uns halten. Das entsprechende Spektrum machen wir gleich einen Abgleich. So, Ladies and Gentlemen, wir haben das Ganze jetzt unten mal ausgemessen und haben so festgestellt, dass die ungefähr bei 150 Paar stehen im Moment am Riffdach. Und auf dem Boden hat man so ungefähr um die 90 bis 100 gehabt. Jetzt wollen wir im Endeffekt hier hingehen. Eine Seite LPS, die andere Seite SPS. Die Reflares können wir gruppieren. Wenn wir sie gruppiert haben, arbeiten sie beide wie eine Lampe. Das heißt, die Einstellung, die ich an der einen mache, kommt an der anderen auch an. Nützt uns aber im Endeffekt nichts, weil wir wollen ja auf der rechten Seite ein bisschen mehr Saft haben und auf der anderen Seite ein bisschen weniger. Jetzt checken wir erstmal aus hier. Ich mache mal die Aufnahme an. Was wir momentan haben, wir die Lampen auf 100% mit unserer momentanen Einstellung laufen. Das ist schon wieder Flüssigkeit hier. Ist es auf dem Boden? Nein. Um Gottes Willen. Nein. So, wir nehmen jetzt mal eine Oberflächenmessung vor, direkt unter der Lampe und kommen auf 560, 570 Paar ungefähr. Gleich hier hinten nochmal, um herauszufinden, dass das passt. 510. Stehst aber auf Unterwasser, mein Freund. Nein, tue ich nicht. 530. Die eine Lampe bringt ein bisschen mehr wie die andere hier. 460 circa. So, jetzt schnell schon unter Wasser. Gut, wir haben so ungefähr ab der Höhe hier circa werden die Korallen stehen. Ja, die so, Euphilie. Die Euphilie auf der linken Seite. So, jetzt haben wir hier tatsächlich 256 Paten, das ist zu viel. Thorsten sitzt gerade am Rechner. Regeln die mal bitte runter, damit wir so ungefähr auf 150 kommen. Das müssten so ja, 50-60% sein. Wir sehen, die dunkelt schon ab hier an der Stelle. Schon 160 Paar haben wir jetzt, 157. Bei wie viel Prozent bist du? Bei 50%. 50% Leistung. So, jetzt gehen wir mal hier unter Wasser auf die gleiche Höhe unter die andere Lampe. Da sind wir auch bei 230, 226 Paar. Sie hat tatsächlich ein bisschen weniger Leistung. Guckst du noch mal auf die andere Lampe, ob die auch tatsächlich auf 100% läuft? Die läuft auf 100%. Okay. Und jetzt gleiche Programm. Ja, dann ist es die Oberflächenbewegung wahrscheinlich. Vielleicht kann der Typ hier mit dem Ding auch nicht umgehen. Ja, wir kommen auf 240. Kann sein, dass ich ein bisschen abgesackt bin. Der Nose steht ein bisschen anders. Der wird wahrscheinlich eine andere Strömung geben. Das kann wahrscheinlich sein. Und die Oberflächenbewegung macht ja noch ihr Ding dazu. Wir haben es jetzt nicht abgestellt. Da sind die 250 Paar. Das passt dann so ungefähr. So, gehen wir auf den Boden. Da haben wir zwei Fixpunkte. Das ist viel interessanter. So, jetzt haben wir hier auf dem Boden 140. Circa. Das ist ausreichend. Und hier hinten haben wir es dann wahrscheinlich genau da, wo ich es... Und wie wir es unten haben wollten, mit 100 Paar. Ja.
genau die Einstellung, die wir es haben wollten. Da wir hier insgesamt weniger Wasser haben, müssen wir natürlich auch mit sowas am besten arbeiten. Also das ist eine Sache, die ist nicht zu unterschätzen. Und ihr seht, wir haben unten, was hast du im Endeffekt bei den Strafen und Leistungen eingestellt gehabt? Wie viel? Das waren 70% bei der. Ja, 70% mit TOS Programm plus UV. Wobei das UV sehr viel ausmacht. Ja, das UV haben wir da drin gehabt und ja, jetzt haben wir hier auf der, mit der gleichen Lampe müssen wir 50% einstellen, weil es eine andere Konfiguration ist, weil wir dichtere Cluster haben, die mehr auf einen Punkt konzentriert sind. Und weniger Abstand haben. Und weniger Abstand zueinander haben, weil bei der Strahlung ist das mehr zueinander verteilt über eine größere Fläche. Aber wir haben jetzt hier halt die Möglichkeit, da wir zwei Lampen haben, tatsächlich hinzugehen, die dementsprechend so einzustellen, wie wir es wollen. So, und da wir für den SPS ein bisschen mehr haben wollen und hier dann die 100. So, das entsprechende Profil haben wir unten abgegriffen. Das passt auch, das hatte ich ja angepasst. Ist ja das gleiche Profil, was ich bei mir zu Hause getestet habe. Ich muss fest halten, sonst läuft es oben. Ich muss ja noch eine Schutzkappe drauf machen. Sonst sauen wir hier den ganzen Boden ein. Das gibt Ärger mit der Verwaltung. Ja, das erstmal dazu, dass die Lampe sich also gut einstellen lässt. Aber wie gesagt, nehmt euch ein Hilfsmittel dazu. Es lohnt sich tatsächlich. Weil ansonsten geht er hin und verliert Geld, wenn er die Tiere verbrennt. Und es geht's, die Tiere verbrennen ist auch doof. Geht es ja jetzt nicht nur um das Geld, vielen ja, aber. Ne? Also alles in allem haben wir es jetzt erstmal so eingestellt, wie wir es haben wollen. Wir wissen, welche Leistung wir einstellen müssen, wenn wir anfangen, hier einzusetzen. Wir werden definitiv auch noch auf den Akklimatisierungsmodus gehen. Ja. Weil wir zwar die gleiche Leistung haben, aber ein leicht verschobenes Spektrum. Also gehen wir so 15-20% wahrscheinlich runter und das dann über so anderthalb Wochen angleichen auf den entsprechenden Wert, den wir haben wollen. Und dann anschließend hier auf der rechten Seite, da gehen wir dann, setzen wir einen separaten Akklimatisierungsmodus drauf, den wir dann höher ziehen für die SPS. Das machen wir dann aber in einem anderen Video. Was meintest du ja jetzt? Ja. Beim Vollspektrum war das knapp über 200 und bei denen, wie wir das jetzt nachgebaut haben, was ich halt unten fahre, war es 160. Unten, das ist ein Vollspektrum. Das andere ist das Blue. Nee, da hast du das SPS-Programm von den Reflare genommen. Trotzdem blaulastig. Das stimmt. Ja, die haben ja grundsätzlich in ihren Hauptprogrammen hier einen sehr hohen Blauanteil, was natürlich auch schön ist. Ja. Aber wir haben jetzt hier tatsächlich versucht nachzubauen, blende ich auch mal mit ein, das entsprechende Spektrum von Tom's Coral, ja. von der Straton. Und da sind wir recht nah dran gekommen. Also es ist tatsächlich nicht so einfach, wie es aussieht, mal eben ein paar Regler hin und her schieben und sich ein Spektrum bauen. Es ist tatsächlich so, dass man einen Vergleich braucht. Ja. Ja, und das nachzubauen, ja, hat mich knapp eine Stunde, auch anderthalb gekostet, bis ich es gerafft habe. Aber wir sind der Sache recht nahe gekommen und das hat im Endeffekt dann den Sinn und Zweck, warum wir das machen, weil natürlich unten ein entsprechendes Spektrum durch die andere Lampe vorgegeben ist. Die Korallen sind daran gewöhnt und wir können dann hier dementsprechend hingehen, wenn wir das wollten, was wir erstmal nicht wollen, könnten die Lampe dann so nach und nach umstellen auf ein anderes Spektrum, was uns besser gefällt, aber dann das jetzt hier in Anführungszeichen auch erstmal ein Übergangsbecken ist, was dann anschließend neu besetzt wird, wenn unten das große ist, wollen wir nach Möglichkeit erstmal das Spektrum nachvollziehen, was wir dann auch anschließend wieder unten einsetzen. Das heißt also so wenig Stress wie möglich. Ja. Wir haben hier mit den Lampen noch die Möglichkeit, einen Akklimatisierungsmodus zu fahren. Das heißt, das Spektrum ist ja nicht hundertprozentig so wie das unten. Die Art und Weise, wie es Licht auf die Tiere kommt, ist auch nicht so hundertprozentig, weil wir halt auch hier eine Linsentechnik haben und unten haben wir eine Reflektortechnik. Und von daher gehen wir mit einem Akklimatisierungsmodus ran. Blende ich auch mal kurz mit ein, wie das dann aussieht. Dann kann man das einstellen, von welcher Prozentzahl auf welcher Prozentzahl über welchen Zeitraum. Und dann macht die Lampe das selbstständig in diesem Zeitraum und dann sollte das eigentlich funktionieren.
Und wenn das Spektrum schon recht nah ist, dann sollte das auch funktionieren. Also dann hat man, glaube ich, die geringsten Probleme damit. Deshalb ist es immer ganz praktisch, wenn man sich bei solchen Aktionen dann vielleicht ein Pairwise ausleiht, wenn man nicht unbedingt die 200 Euro für das Gerät ausgeben will. Sehr praktisch, weil es ist eine Spektrumsanalyse. Okay, sie ist nicht hundertprozentig mit einem, ich sag mal, mit einem Profi-Gerät vergleichbar. Aber wenn ich mit diesem Gerät hingehe und sage, ich messe jetzt meine alte Lampe, mache mir ein Bild von diesem Spektrum, so wie ich es eben gezeigt habe, und gehe dann hin und halte das unter die neue und passe das dann dementsprechend Pi mal Auge an, dann sollte das im Groben und Ganzen eigentlich passen. Ja. War auf jeden Fall sehr interessant, das zu sehen. Werden wir gleich auch nochmal hier das Ganze unter Wasser machen. Ich möchte auch nochmal das Spektrum der Lampe unten vermessen, damit wir dann auch wirklich das Gleiche haben. Weil das Spektrum, worauf ich die Lampen jetzt eingestellt habe, ist im Prinzip Tom's Korall unter der Stratum Pro gewesen. Ja, mit einem klitzekleinen Unterschied. Bei den beiden Programmen von Tom ist das UV raus. Mhm. Und ich fahre bei beiden 20 Punkte UV. Wobei wir sagen müssen, bei der Stratum ist es im Endeffekt so, dass die noch einen größeren UV-Bereich hat. Also die geht weiter runter. Ich glaube, die geht bis 380 Nanometer runter. Und die ReFlare fängt bei 420 Nanometer an. Das heißt also, dieser Bereich von 380 Nanometer fehlt uns. Kann man in dem Spektrum aber auch ziemlich gut sehen. Ja, weil da unten noch ein Balken ist, wo ich gedacht habe, verdammt, wie kriegst du den jetzt hin? Bis ich dann mal die Zahlen verglichen habe. Ja. Tatsächlich, also die Stratum kommt noch weiter runter in dem UV-Bereich. Dafür kommt die ReFlare im Infrarotbereich noch ein bisschen weiter. Ob das jetzt was bringt und was das bringt, werden wir sehen. Werden wir sehen, genau. So richtig rausregeln konnten wir es aber auch nicht. Ne? Nein. Werden wir sehen. Deshalb Akklimatisierungsmodus, wenn das Ganze dann hier soweit ist. Und ja, haben jetzt anderthalb Tage hier an dem Schrank gearbeitet, eingestellt. Und erste Mal in meinem Aquariendasein, das allererste Mal, dass ich ein Aquarium aufgebaut habe und dass die Verrohrung auch anhieb dicht ist. Ja. So, jetzt muss man sagen, das ist sowieso die originale Verrohrung. Ja, nein. Es war eine angepasste Verrohrung vom Vorbesitzer. Die Dichtungen waren gebraucht, die haben wir nicht ersetzt. Nein. Weil die eigentlich noch bis auf eine relativ gut aussah, aber wir haben es dann halt probiert. Entsprechendes Kurzvideo habe ich, glaube ich, zwischendurch mal kurz eingeblendet, wie wir das Ganze hier befüllt haben und ich dann unten mit der Taschenlampe drunter hing und angstvoll die Verschraubungen beäugt habe. Ja. Aber tatsächlich auf Anhieb dicht, ja, wenn man alles genau beachtet, funktioniert es dann auch. Ja. Aber auch der Einbau mit dem Smart Roller ging problemlos. Und ja, da haben wir im Prinzip der Smart Roller normalerweise. Blende ich mal kurz mit ein, wie es hier aufgebaut ist, müsste man da oben noch eine Trennverschraubung reinmachen. Das würde die Sache einfacher machen. Da aber bei diesem Becken hier die Rohre ziemlich weit hinten laufen, ja, haben wir da keine Möglichkeit, eine Trennverschraubung einzusetzen. Deshalb sind wir hingegangen und haben unten den Einsatz, also das Rohr geht senkrecht von oben runter in den Smart Roller rein und im Prinzip nur so viel in die Aufnahme. Das heißt, wir können den Smart Roller, wenn wir ihn da unten raus haben müssen, was natürlich eigentlich nicht notwendig ist, weil wir eigentlich auch so drankommen, um einen Rollenwechsel zu machen. Aber wenn wir ihn rausnehmen müssten, könnten wir ihn leicht ankippen und dann geht im Prinzip der Roller aus der Führung raus und man kann ihn dann rausgehen. Das funktioniert auch. Ja, wir haben ja erst wirklich das mit einem 32er Schlauch zu machen. Mhm. Bis wir dann festgestellt haben, dass die Aufnahme von dem Smart Roller ein 40er ist und das Rohr vom Waterbox ein 40er ist. Wir werden im Prinzip von einem 40er Rohr runter auf 32er gegangen und dann wieder hoch auf 40er. Hat er mir dann den Kopf gewaschen und hat gesagt, du Vollpfosten, warum macht man sowas? Wenn wir direkt gerade runtergehen können. Ja, dann haben wir ein bisschen rumgefummelt hier mit der guten Rohrschere. Ja, ein bisschen rumgeknabbert. Und hat sich gelohnt. 20 Euro, 25 Euro, was ich bezahlt habe. Frau hat damals gesagt, brauchst du nie wieder? Doch. Doch. Auf jeden Fall bei mir. Und haben dann dementsprechend das auf die richtige Länge gebracht, sodass man das rausheben kann. Und er steht da jetzt sauber fest. Aber man kann ihn eben auch halt rausnehmen. Diese Variante ist dann auch möglich. Ja.